Sprünge. Das sind große Ereignisse. Nicht nur für ihr Baby, sondern auch für sie. Deshalb ist es gut zu wissen, wann die Sprünge beginnen. Zum Glück können wir sie gut vorhersagen. Die Sprünge beruhen nämlich auf der Entwicklung des Gehirns. Und die beginnt bei allen Babys zur gleichen Zeit. Im Moment der Befruchtung. Der Zeitraum zwischen der Befruchtung und dem Geburtstermin kann zwar bei allen Babys unterschiedlich sein, aber die Zeitspanne zwischen der Befruchtung und dem Geburtstermin ist immer dieselbe. Da der errechnete Geburtstermin verwendet wird, macht es also keinen Unterschied, ob Ihr Baby zu früh oder zu spät geboren wird. Die Entwicklung des Gehirns verläuft im gleichen Tempo, ob im oder außerhalb des Mutterleibs. Um alle Sprünge vorherzusagen, haben wir ein Sprüngeschema erstellt, das den errechneten Geburtstermin als Ausgangspunkt nimmt. Es enthält alle 10 Sprünge in einer klaren Zeitleiste. Im Sprüngediagramm sagen wir nicht nur den Sprung, sondern auch die schwierige und die Fähigkeitenphase des Sprungs voraus. Die schwierige Phase erkennen Sie an den gelben Balken. Sehen Sie die Gewitterwolke? In dieser Woche ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Ihr Baby eine schwierige Phase durchläuft. Die Fähigkeitenphase ist durch die grünen Balken gekennzeichnet. Sehen Sie die Sonne? Dann besteht eine gute Chance, dass Ihr Baby wieder der Sonnenschein im Haus ist. Sie wollen von nun an nicht mehr von den Sprüngen überrascht werden? Tragen Sie dann alle Sprünge in Ihr Tagebuch ein. Damit helfen Sie nicht nur sich, sondern auch Ihrem Baby.